Kann ich Nuri eventuell... Nuri! Das bringt nichts. Okay. Ich denke auch nicht, dass wir gehen müssen, weil wir bei Mamoria ist meistens so, dass man da bleiben muss, wo man ist. Und nicht aus 1000 Bildschirme zurückrennen muss. Das haben sie sehr gut gemacht. Warte mal, das ist doch eine Hand. Kann ich eventuell... Ich habe den Staub in die Ritze gekippt. Alles klar, will die Ratte also gar nicht behalten. Er will sie nur dazu... Ha! Ha? Ein Rubin! Er hat einen Sprung. Oh, mein Kopf. Da ist jemand nebenan. Oh, nicht schon wieder. Nur noch diese Wand. Dann sind wir in Draconia. Hilf mir. Alleine komme ich hier nicht hoch. Befreie meine Hände. Wenn ich das tue, tötest du mich doch sofort. Richtig. Wie sehr er euch hasst, Charizard. Verständlich. Wer ist schon gern ein Sklave? Er müsste mich nur noch hier hinüberheben. Dann wären wir am Ziel. Die Maske. Ist dir etwas eingefallen? Ja. Seit wir hier sind, erinnere ich mich an immer mehr. Sagt mir, im Inneren der Maske, seht ihr dort Schriftzeichen? Ah, ich hatte recht. Phtan Faskadan Esplaste Katan. Murilor Gras Ferel Goran. Hil Bemutir Gerul Felan. Juntir Katan Feluntir Sodan. Was ist das für eine Sprache? Eine sehr, sehr alte. Malakar hat sie laut für laut in die urtulamidische Schriftform übersetzt und über die alte einritzen lassen. Setzt eurem Gefangenen die Maske auf und rezitiert die Formel. Anschließend wird er euch jeden eurer Wünsche erfüllen. Ja, gut, dann setze ich ihm mal die Maske. Was wird passieren, wenn ich die Formel spreche? Ich erinnere mich nicht genau, aber ich weiß, dass es ihn zu eurem Diener machen wird. Auch mit freien Händen wird er dann noch machen, was ihr von ihm verlangt. Ja, gut. Ich kann mir die Zauberformel nicht merken. Sie ist so schwierig. Lasst mich es versuchen. Wenn es dann soweit ist, werde ich euch die Worte vorsagen und ihr sprecht mir nach. Gut, okay. Wie hast du seine Hände versteinert? Mit diesem Zauber hier. Ja. Ihr könnt ihn auf der Blume dort oben ausprobieren. Er gibt mir also einen Zauber. In Steiner. Und nun verwandelt sie wieder zurück. Jetzt in Steiner. Ich hatte recht. Wie weit geht dieser Zauber? Vorerst reicht meine Kraft nur für kleine Tiere und Pflanzen. Einst konnte ich vermutlich auch ganze Menschen versteinern. Aber die Jahre müssen mich geschwächt haben. Wie kommt es, dass du dich jetzt daran erinnerst? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind diese Berge. Es ist, als wäre ich schon einmal hier gewesen. Ich trug Malakas Maske bei mir. Und ich suchte einen Garten? Mehr weiß ich nicht. Wenn es mir gelingt, Rachwan die Maske aufzusetzen, werden wir es vielleicht bald erfahren. Dann setzen wir den Herrn mal die Maske auf. Tada! Drachenstatue wollte ich jetzt echt nicht anklicken. Setz die Maske auf. Nein, bleib mir fern damit. Ihr werdet ihn erst überwältigen müssen. Ich weiß. Aber wie? Ich bin zu erschöpft, um mit ihm zu kämpfen. Außerdem ist mir kalt. Ich brauche dringend etwas, woran ich mich wärmen kann. Sie muss sich also erst wärmen. Rachwans Halskette. Willst du deine Kette zurück? Gut, dann behalte ich sie. Okay. Hier hinten ist nichts. Was haben wir hier noch? Wir haben noch Visionen schicken. Achso, Visionen schicken. Ging ja auch noch.
keine Ahnung. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch aktivieren, deaktivieren. Hm. Das ist wohl nicht magisch genug. Schade eigentlich. Wir haben Feuersteine, wir haben einen Verband, wir haben Alkohol. Können wir Alkohol trinken? Auch wenn mir kalt ist, ich werde nicht davon trinken. Ich brauche einen klaren Kopf, wenn ich diese Reise überleben will. Okay, gut. Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Ich dachte, der gehört dazu. Dann gehört halt nicht dazu, kann ich ihn gar nicht anklicken damit, okay. Ja, Feuerstelle. Ich brauche dringend Wärme. Ich erfriere gleich. Gut, okay, dann suchen wir erstmal Feuerholz oder sowas in der Art. Dornengebüsch. Er ist so trocken. Ein Wunder, dass er noch lebt. Dann würde ich sagen, das ist jetzt gleich mal weg. Ich habe schon genug Kleinholz. Hast du? Ast. Okay. Es ist so windig. Hier bekomme ich kein Feuer hin. Okay, so geht es also nicht. Kann ich da vielleicht Alkohol? Der Verband brennt viel zu schnell. Ich habe es schon versucht. Ach, Verband, Alkohol. Ich habe etwas Alkohol darüber gegossen. Und jetzt? Es ist zu windig. Okay, der Wind ist also immer noch ein Problem. Das ist natürlich doof. Versteinern? Theoretisch gesehen müsste das jetzt ein guter Windschutz sein. Willst du dich nicht mit ans Feuer setzen, Rachwan? Kälte ist nur im Kopf. Halte sie aus dem Kopf und dir wird nicht kalt. Okay, dann schicke ich ihn jetzt eine Mission. Also, mein Lieber, es ist kalt. Sehr kalt. Und du stirbst, wenn dir kalt ist. Keine Ahnung. So kalt ist es nicht. Doch, doch, es ist wirklich kalt, also. Es ist kalt. Du hast noch einen weiten Weg vor dir. So kalt ist es nicht. Der Typ ist echt nervig. Kannst du nicht noch mehr von ihm versteinern? Nein. Dass ich seine Hände verwandeln konnte, war bereits pures Glück. Ich bin nicht mehr so stark wie einst, dass ich ganze Menschen versteinern könnte. Okay. Ich denke schon, dass wir ihn in eine Mission schicken müssen. Die Frage ist natürlich welche. Ich könnte auch dreimal Schnee machen. Jetzt die Maske. Setz die Maske auf. Nein, bleib mir fern damit. Ihr werdet ihn erst überwältigen müssen. Okay. Hast du Durst?
Hier ist Wasser. Er weiß, dass er euch nicht trauen kann, Charizard. Okay, das ist doof jetzt, ne? Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Du könntest ihm... Ich werde sie gar nicht machen irgendwie, ich weiß zwar nicht warum, aber... Wollt ihr mich schon wieder weggeben? Nein. Der Mistkerl hat dich nicht verdient. Okay. Willst du deine Kette zurück? Gut, dann. Der Teil unserer Beziehung ist schon lange vorbei. Was könnte ich machen? Macht's ja auch gar nicht, okay. Ach, Moment, ich könnte ja theoretisch... Toll, Asabsha. Jetzt habe ich dich. Das war krass. So, dann würde ich sagen... Nanu? Sprecht mir nach. Ftan Faskadan es blaste Quartan. Ftan Faskadan es plas de Katan. Humurilor gras ferel goran. Humurilor gras ferel goran. Hilbe mutje gerul felan. Hilbe mutje gerul felan. Hilbe mutje gerul felan. Ihr habt es fast geschafft. Noch ein Vers. Juntir Katan Feluntir Sodan. Juntir Katan Feluntir Sodan. Juntir Katan Feluntir Sodan. Nehmt ihm die Maske ab. Hey, was ist mit dir? Kannst du mich hören? Wer bist du? Wer bin ich? Was ist mit ihm? Er hat sein Gedächtnis verloren. Für immer? Ja, aber ist es nicht das, was ihr wolltet? Er hasst euch nun nicht mehr. Er wird euch helfen. Es ist nichts mehr von ihm übrig. Ohne Erinnerungen ist er nur noch eine leere Hülle. So ein Schicksal hat noch nicht einmal er verdient. Halt den Mund, du hast mir geholfen. Aber das geht zu weit. Sobald ich in Draconia bin, werde ich dich wegwerfen. Wie undankbar ihr seid, Prinzessin. Es wird mir eine Freude sein, euch endlich los zu sein. Bin ich schon wieder eingeschlafen? Danke für den Rubin, Geron. Wer war das? Ich glaube, wir haben den Rubin nicht richtig. Der Rubin ist weg. Bei allen Zwölfen. Ruhig, Geron. Ich bin nicht hier, um dich zu verletzen. Wer bist du? Die Maske machte den Verkiner dumm und leer. Die Prinzessin löste seine Fesseln. Sie ließ sich von ihm über die letzte Hürde heben und trat so endlich vor die Tore von Draconia. Was soll das hier werden? Willst du das Rätsel lösen, Geron? Willst du Nuri helfen? Ja, aber... Dann beweise mir, dass du nicht dumm bist. Sei gegrüßt, Reisender. Praios, beschütze mich. Draconias Tor wird von 6 Elementarwesen bewacht. 6 Wesen mit 6 Rätseln, die Sattler zu lösen hat. Brüder und Schwestern sind wir. Einem jeden sein Element.
sag uns, wer wir sind. Und auch du seist uns nicht mehr fremd. Du hast sie gehört. Sag den Fratzen, welchem Element ein jeder angehört, so wie es Satya einst tat. Und der Weg nach Draconia wird sich auch für dich öffnen. Das ist also jetzt unsere Aufgabe. Wir sollen jedem Gesicht sagen, was es ist. Na, dann wollen wir noch mal... Haltet mich fern von meiner Schwester in der Mitte. Erst raubt sie meine Form und schließlich meine Substanz. Wer bin ich? Erst raubt sie meine Form und schließlich meine Substanz. Halt mich bei Laune, sonst vergehe ich. Halt mich in Schach, sonst versehre ich dich. Wer bin ich? Halt mich bei Laune, sonst vergehe ich. Halt mich in Schach. Ich schweige weiter. Wie mein Bruder bin ich mal heiß, mal kalt und immer in Bewegung. Doch anders als er bleibe ich dabei immer derselbe. Wer bin ich? Mal heiß, mal kalt und immer in Bewegung, das Feuer. Aber er bleibt immer derselbe. Das müsste theoretisch Luft sein. Du bist Luft. Okay. Ich kenne die Welt wie kein anderer. Man kann durch mich hindurchgreifen und doch verberge ich ihre größten Geheimnisse. Wer bin ich? Du bist Wasser. Ich bin die Schwester mit der größten Geduld. Äonen feile ich an meinen Schätzen und trage das Antlitz der Welt. Wer bin ich? Das ist einfach, das ist Erz. Du bist Erz. Haltet mich fern von meiner Schwester in der Mitte. Erst raubt sie meine Form und schließlich meine Substanz. Wer bin ich? Dann müsste er theoretisch... Humus sein. Du bist Humus. Und was bist du? Von all meinen Geschwistern entstand ich zuletzt. Ich gebe jedem Leben. Aber wo ich gebe, dann nehme ich auch zurück. Wer bin ich? Er entstand als letztes und das wird wahrscheinlich das Feuer sein. Du bist Feuer. Halt mich bei Laune, sonst vergehe ich. Halt mich in Schach, sonst versehre ich dich. Wer bin ich? Nee, du bist Feuer. Du bist Feuer. Von all meinen Geschwistern entstand ich zuletzt. Ich gebe jedem Leben, aber wo ich gebe, dann nehme ich auch zurück. Wer bin ich? Er entstand zuletzt. Er gibt jedem Leben, aber er nimmt auch. Dann ist das vielleicht Humus. Du bist Humus. Und dann haltet mich fern von meiner Schwester in der Mitte. Erst raubt sie meine Form und schließlich meine Substanz. Okay, das Haus in der Wer bin ich? Wenn er Feuer ist, dann ist er auf jeden Fall was? Eis. Du bist Eis. Es ist vollbracht. Das Tor nach Draconia steht dir nun offen. Ich sehe nichts. Tritt näher. Wir treten einfach mal näher. Er ist auch nur eine Versteinerung. Er hält etwas in der Hand. Ein Buch. Geron, bist du hier?
Breda! Ah, du bist noch da. Ist Ulrich oben? Nein, er liegt dort hinten auf dem Boden, der Staubhaufen. Das ist nicht dein Ernst. Vielleicht setzt du dich erst mal. Ich muss dir etwas zeigen. Interessant. Es ist ein Tagebuch, geschrieben von einem Luftmagier, der zu Sadjas Zeiten in Draconia lebte. Hier, die anstehende Schlacht in der Gorischen Wüste, das heilige Heer vor unseren Toren, verlangte man auch von uns, einen Teil in diesem beispiellosen Blutbad zu spielen. Meinst du, das Buch gibt uns einen Hinweis, wie wir den Weg nach Draconia finden? Ach, Geron, das Buch ist der Weg nach Draconia, wie jedes Buch ein Tor sein kann. Ah, das sieht nach einer guten Stelle aus. 19. Boron, 590 nach Bosparans Fall. Kapitel 5. Ich befand mich gerade auf dem Weg zu den Laboren der Erzfakultät, als Admiral Vahim mich überraschend im Hauptgang abfing. Eure Haltung ist untragbar, Xerxes. In 3 Tagen werden die Dämonenhorden über Aventurien herfallen. Wenn mein Heer untergeht, dann ist es eure Ignoranz, die uns zu Fall brachte. Ach, Admiral, ich weiß doch, ich weiß. Aber ihr übertreibt. Wir sind einfache Elementarmagier. Wir haben uns in diese Hallen zurückgezogen, weil uns die Belange der Welt ermüden. Wir sind keine Krieger. Ihr gebietet über die Elemente. Ihr könnt mit euren Geistern Wirbelwinde über die gegnerischen Horden schicken oder einen infernalen Feuersturm. Keshal Ri selbst ist Zeuge eurer Macht. Schwebesteine sind eine Sache, Krieg eine andere. Schlagt euer kleines Geplänkel bitte alleine. Ich wiederholte meine Worte vom Vortag, betonte, dass wir das Gleichgewicht der Sphären nicht bedroht sahen und erlaubte mir sogar einen kleinen, raffinierten Wortwitz über den militärischen Eifer unserer Zeit, der zu meiner Enttäuschung jedoch nicht als solcher verstanden wurde, als die Geister am Tor auf einmal ihre Pforte öffneten. Erwartet ihr jemanden? Nein. Herzlich willkommen im Konzil der Elemente. Was kann ich für euch tun? Und das werden wir erst in der nächsten Aufnahme erfahren, meine Lieben, denn hier geht's erst beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.